Zum zweiten Mal komme ich jetzt nach Aix-en-Provence, um in einer Oper zu singen. Das erste Mal sang ich hier die Susanna in Figaros Hochzeit. Der Charme, die Schönheit und die Geschichte dieser Stadt haben mich schon immer fasziniert. Und ganz besonders die Warmherzigkeit der Menschen hier. Don Pasquale, the first time was in Lyon, the first time we did. Die ersten Aufführungen unseres Don Pasquale fanden in Lyon statt. So ideale Arbeitsbedingungen wie bei dieser Produktion gibt es heute kaum noch in der Opernwelt. Ich vermisse sie bei den meisten Inszenierungen. Das ist einer der Gründe, warum ich so wenig Opern singe. Ich mag es nicht, wenn sie so schnell produziert werden, mit nur 2 Tagen Probenarbeit. Auf der Universität entdeckte ich meine Liebe zum Theater. Und als ich dann als Studentin nach New York kam, konnte ich sie so richtig ausleben. Ich wurde zu einem richtigen Theaternarren. Und bevor ich meinen Mann kennenlernte, waren meine meisten Freunde Schauspieler. So kommt es wohl, dass mich die Arbeitsbedingungen am Theater immer mit Neid erfüllen. Bis zu 6 Monate Probenzeit stehen manchmal für ein einziges Stück zur Verfügung. Es gibt 2 wichtige Voraussetzungen für die Arbeit an einer Oper. Zum einen die Auseinandersetzung mit der Musik. Zum anderen die enge Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen man auf der Bühne steht. Ohne gegenseitiges Vertrauen riskiert man nichts. Nicht in der Probe und schon gar nicht in der Aufführung. Neither in rehearsals and not and certainly not in performance. There comes a time. Erst wenn man lange genug mit jemandem zusammengearbeitet hat, entsteht dieses Vertrauen. Kommt der Punkt, an dem alles möglich erscheint. Plötzlich kommt dir ein Gedanke und die anderen machen mit, als wäre Telepathie im Spiel. Unter solchen Voraussetzungen hatte ich große Lust, mich auf dieses Projekt hier einzulassen. Ich fühlte mich ein wenig wie Eleonore Duse und ihr Wandertheater. Nach Italien fahren, das Bühnenbild aufbauen und ein gut einstudiertes Stück spielen. So we started this production in Lyon, which is the first time I've ever sung Norina, the first time I've ever sung Donizetti. Nachdem wir in Lyon angefangen hatten, spielten wir 1 Monat in Venedig und jetzt sind wir hier in Aix-en-Provence. Das heißt, 3 Monate mit derselben Besetzung, demselben Dirigenten, derselben Inszenierung. Das ist enormer Luxus, Bedingungen, die es sonst an der Oper kaum mehr gibt. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, versuchen wir es besser zu machen, uns noch mehr in die Musik und in die Rollen zu vertiefen. The relationships. For me, I think that our task really in der Kunst, in der Musik, müssen wir versuchen, zum Kern einer Sache zu gelangen, zur Wahrheit einer Figur und zum Wesen der Musik. Wir müssen herausfinden, was der Komponist beabsichtigt hat, was wirklich in der Partitur steht. Für mich ist die Partitur wie eine Bibel. So zu arbeiten ist unglaublich spannend, viel spannender als die Aufführung. Denn in einer Probe kann man sämtliche Risiken eingehen, alle Möglichkeiten durchspielen, auf alles reagieren. Ohne diese Arbeit hätte die Aufführung nicht diese Magie. Dieses Unerwartete könnte nicht passieren, das sich harmonisch in den Rahmen einer gut geprobten Inszenierung einfügt.
of well-rehearsed. Because it's like a das ist wie bei einem Bild von Georges Seurat. Je genauer man hinsieht, desto mehr erkennt man die kleinen Punkte, aus denen es sich zusammensetzt. Wenn ich mit der Probenarbeit anfange, dann ist es, als ginge ich von jenem Punkt zu diesem Punkt. Und dann erst fange ich an, die Zwischenräume auszufüllen. Das kann man nur, wenn man Zeit hat und Kollegen, die gewillt sind, auch so zu arbeiten. Die plötzlich sagen, lass uns doch diese Szene ändern und die ganz anders machen. Lass uns mal improvisieren, damit das Ganze etwas Frische bekommt. Padrone e amico mio, il re de galantuomini, rispondete al saluto. Serva. Oh, ciel, che bella mano! È già cotta quest'ora. Oh, che mangiare! Don Pasquale ist eine einfache Geschichte. Norina, eine arme, aber couragierte junge Witwe, liebt den schwermütigen Träumer Ernesto, der von seinem Onkel, dem Junggesellen Don Pasquale, abhängig ist. Don Pasquale ist es leid, seinen Neffen weiter zu unterstützen, da dieser sich weigert, eine reiche Erbin zu heiraten. Don Pasquale beschließt, ihn zu enterben und selbst zu heiraten. Er bittet seinen Freund, Dr. Malatesta, für ihn eine Frau zu suchen. Malatesta scheint genau das Richtige zu haben, seine eigene Schwester, die hinreißend unschuldige Sofronia, gerade aus der Klosterschule entlassen. Er beschreibt sie in so überschwänglicher Art, dass Don Pasquale sich in sie verliebt, ohne sie je gesehen zu haben. Natürlich gibt es keine solche Schwester. Malatesta hat Norina überredet, diese Person darzustellen. Don Pasquale soll eine Lektion erteilt bekommen, die er nicht mehr vergessen wird. Schüchtern erscheint eine naive und bescheidene Sofronia zur Hochzeit. Don Pasquale ist hingerissen. Als die Zeremonie beginnen soll, erscheint Ernesto, um seine Sachen zu holen. In seiner Verzweiflung beschließt er, Europa für immer zu verlassen. Malatesta hat alle Hände voll zu tun, um ihn davon abzuhalten, das Spiel aufzugeben. Die Scheinhochzeit findet statt. Und kaum ist der Heiratsvertrag unterschrieben, da verwandelt sich die sanfte Sofronia in eine wahre Furie. Sie stellt Don Pasquales Haushalt auf den Kopf und wirft verschwenderisch sein Geld zum Fenster hinaus. Die Handlung erreicht ihren Höhepunkt, als Sofronia eines Abends Don Pasquale eröffnet, ohne ihn ins Theater gehen zu wollen. Als der protestiert, ist sie so in ihrer Rolle gefangen, dass sie Don Pasquale mit einer Ohrfeige außer Gefecht setzt. Don Pasquale beginnt einzusehen, was für ein Narr er gewesen ist. Und Norina erkennt, dass sie mit den aufrichtigen Gefühlen eines vielleicht schwierigen, aber nichtsdestotrotz anständigen Gentlemans spielt. Am Ende fallen alle Masken. Als Don Pasquale herausfindet, dass Sofronia in Wirklichkeit Norina ist, zeigt er sich einsichtig und gibt den jungen Liebenden seinen Segen. Im Finale singt ein jeder Bravo, bravo, Don Pasquale. Come si era una carina, carina che mi torna a venire, mi lascio andare. E poi bang, tararina, la 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 la. Ich mag die meisten Rollen, die ich singe. Andere kommen für mich eigentlich nicht in Frage. Ich habe jedenfalls nie eine Rolle gesungen, die mir absolut zuwider ist. I tend to love a role, the role I'm singing. I love the person I'm doing. What I like about Norina. Was ich an Norina mag, ist ihre Selbstständigkeit, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Gerade in der Oper ist so eine Frauengestalt recht ungewöhnlich. Norina allein entscheidet, was sie in ihrem Leben will und ist nicht bereit, eine Ehe einzugehen, die bereits für sie beschlossen wurde. Already fixed for her. Of course,
for the conventions of the time in which it was written, she's Sie ist Witwe, und ich denke, das hat damit zu tun, dass in der Zeit, in der die Oper entstand, eine alleinstehende Frau einfach nicht so wagemutig hätte sein können wie Norina. She's one of the few women in opera who knows what she wants and gets it. I like the fact that sie ist eine der wenigen Frauengestalten in der Opernliteratur, die weiß, was sie will und ihren Willen auch durchsetzt. Sie erklärt sich selbst sehr genau in der Arie, in der sie sagt: Ich liebe einen guten Scherz, aber ich kann auch wütend werden. Ich lebe gerne angenehm. Und ich weiß, wie man einen Mann um den Finger wickelt und ihn langsam zum Kochen bringt. Es gibt wenig Frauen in der Opernliteratur, die ihr Leben so unter Kontrolle haben. Norina ist eine sehr moderne Frau. She's very modern girl. And she also loves Ernesto and wants Ernesto. Natürlich liebt sie Ernesto und will ihn haben. Aber da ist auch diese Zweideutigkeit in der Beziehung mit Malatesta, die wir in unserer Inszenierung ein wenig herauszustreichen versuchen. Vielleicht eine alte, vergangene Geschichte zwischen den beiden, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht weiterentwickeln konnte. Class or whatever, maybe could not work itself out, could not. So there, she's a very complete woman. Norina ist eine sehr ausführlich geschilderte Frauengestalt mit einer Vergangenheit und hoffentlich einer glücklichen Zukunft zusammen mit Ernesto. Allerdings ist sie gezwungen, im Spiel mit Don Pasquale sehr grob zu werden. Don Pasquale, è finita Don Pasquale. Vai per romperti la testa, vai per romperti la testa. Die Aufführung findet im Theater de l'Archevêché statt, halb im Freien, halb überdacht. Es hat den typischen Charme von Sommerfestivals. Die Leute sind gut gelaunt, weil es warm ist und sie Ferien haben. People who are in a good mood because it's warm, because they're on vacation. Für uns sind es nicht gerade Ferien, denn die Arbeit ist hart. Vielleicht sogar härter als sonst, weil wir im Freien singen. Aber da ist diese besondere Festivalatmosphäre. Und Aix war immer eines meiner Lieblingsfestivals. Musicalmente.
darmi e fantasia forse il vento che soffiò e un col di pillolina ripottino mi preparo può chiamarmi dolce amaro può chiamarmi dolce amaro se veder non ve la può può chiamarmi dolce amaro può chiamarmi dolce amaro se veder non ve la può è permesso avanti avanti dunque zitto con prudenza io mi struggo l'impazienza la sposina si trovo benedetto oh benedetto e pagliore e adesso per carità dottore per carità dottore prendati il vostro attore prendati il vostro attore calmatevi quell'altro per carità dottore prendati il vostro attore dottore per carità bravo così verrà ah un fuoco in solito mi sento addoso non mai resistere io più non posso delle tappe che ascolto in balani e sento giovine un mio affettarmi tengo a raffrettati vieni sposina ecco di bamboli mezza dozzina già vengo il nascere già vengo il crescere ore d'intorno vengo scherzar vengo già nascere vengo già crescere ore d'intorno vengo scherzar preparatevi a sfrattar voi fratato signorino preparatevi a sfrattar preparatevi a sfrattar per parlare behind me Bitte, musicalmente, musicalmente. Larghetto, alza. Ci tu no, è finito, don Pasquale, è finito, don Pasquale. With colleagues like Bakier, who is a mit Kollegen wie Bakier zu arbeiten, bringt unendlich viel. Er ist ein alter Hase, besonders in solchen Rollen. Und wir haben alle von ihm gelernt. Besonders, was das Timing angeht. In der Komödie, das richtige Timing zu finden, ist sehr wichtig. Es soll ja natürlich erscheinen. Wenn man jung ist, kann Komödie leicht aufgesetzt wirken. The younger you are, the more forced comedy can be. And with a great master like es ist ein großes Vergnügen, mit einem Meister seines Fachs wie Gabriel Bakier es ist, zu arbeiten, ihn auf der Bühne zu beobachten, zu sehen, wie in seinem Spiel das Timing immer stimmt, was er auch macht. Das ist beeindruckend. Ich lerne viel von ihm. Wir spielen uns gegenseitig den Ball zu. Ohne die Arbeit, die in den Proben geschieht, könnte die Aufführung natürlich nie die Qualität bekommen, die sie haben sollte. Three, four,
quella innorina che tradimento tutti soccorre adore che vendo e il matrimonio con mio pensiero di moda toglie di te con il vento rincolissimi di essere te was always a part of my life. It was a constant part of my life. Musik war stets Teil meines Lebens. Als ich auf der Universität war, sang ich sogar in einer Jazzband, um Geld zu verdienen. $12 verdiente ich am Abend. Dann war ich Mitglied in verschiedenen Chören. I sang in the chorus.
Einmal sang ich auf Bitten einer Frau aus unserer Kirchengemeinde auf einer Veranstaltung. Unter den Besuchern befand sich ein Mann, der im Rektorat der Universität war und auch in dem der Aspen Music School. Er schrieb mir einen Brief und fragte mich, ob ich Interesse hätte, den Sommer in Aspen, Colorado zu verbringen. Wer hätte das ablehnen können? Der Gedanke, auf die Musikakademie nach Aspen zu gehen, gefiel mir. Ich dachte mir, es klingt wie ein Scherz. Aber warum nicht? Dort traf ich dann Jenny Turano, die meine Lehrerin wurde. Es war das erste Mal, dass ich mit klassischer Musik auf diesem Niveau zu tun hatte. Dieser Sommer hat mein Leben verändert. Zuallererst der Kontakt zu Jenny Turano, dann aber auch die Begegnung mit mir selbst und mit der Musik. Ich erkannte, dass die Musik mein Lebensweg ist, mein Schicksal. It was like a meeting, really a meeting between myself and my destiny, and an acceptance of that. Mein Vater war Pastor in einer Methodistenkirche und meine Mutter war Lehrerin an der Grundschule. Meine ersten Begegnungen mit Musik fanden in der Kirche und in der Schule statt. Mein Leben drehte sich um Kirche und Schule. Heute habe ich meine eigene Familie. Einer der Gründe, warum ich so engagiert bin im Kampf um Menschenrechte in der UN-Flüchtlingskommission und bei Amnesty International. Ich bin da sehr aktiv, weil ich glaube, dass wir alle unsere Zukunft mitgestalten müssen. Ich denke dabei nicht unbedingt an meine Zukunft, aber an die Zukunft meiner Kinder und deren Kinder. Sie sollen auf einem Planeten leben können, der ihnen nicht feindlich gesonnen ist. Sie sollen die Luft atmen, das Wasser trinken und Fisch aus den Meeren essen können. Und sie sollen in Frieden zusammenleben. Daran mitzuwirken ist sehr wichtig, wenn man Kinder hat. Das ist eine große Verantwortung, gefüllt mit unendlicher Freude. Ich denke, meine Kinder zeigen, wie eine vereinte Welt aussehen könnte. Eine Mischung aus amerikanisch, schwarzamerikanisch, europäisch, indianisch und weiß Gott, was sonst noch alles. Mein Mann ist Schwede, seine Mutter deutsche Jüdin und im schwedischen Teil der Familie ist da noch etwas italienisches Blut. Für mich stellen meine Kinder die Zukunft dar, wohin die Menschheit sich vielleicht entwickeln wird. Denn je näher wir zusammenrücken, desto mehr werden wir uns untereinander vermischen. Hoffentlich mit sehr viel weniger Konflikten als heute, weil wir uns besser verstehen werden. First of all, I always start with the music, with the score. Everything begins. Ich beginne stets mit der Arbeit an der Musik, mit der Partitur. Alles fängt für mich mit der Musik an. Der Rhythmus, das Legato, ob es schnell zu sein hat oder nicht. Norinas Charakter wird sehr deutlich durch die Musik, die sie singt. Zum Beispiel, wenn sie sich selbst vorstellt und sagt, ich weiß, wie man Männer herumbekommt, wie man sie verliebt macht. Ausgehend von der Musik, der Partitur, erkennt man genau, was für ein Mensch Norina ist. Man muss dann versuchen, der Absicht des Komponisten so gut wie möglich gerecht zu werden. Wenn bei der einen oder anderen Oper das Libretto manchmal etwas flach ausgefallen ist, dann kann man auch zur literarischen Quelle zurückgehen. Als ich in Romeo und Julia sang, tat ich das und ging zurück zum Originaltext Shakespeares. Bei Norina ist eigentlich schon alles angelegt, was ich wissen muss. Sicher gibt es da noch sehr viel mehr, als ich bisher entdeckt habe. Ein gutes Beispiel ist die Stelle im dritten Akt, als die Musik sich plötzlich ändert, nachdem Norina Don Pasquale geohrfeigt hat. Sie verspürt Bedauern über den Schmerz, den sie ihm zugefügt hat. Doch gleichzeitig singt sie, ich muss dieses Spiel weiterspielen, denn wenn ich jetzt aufhöre, dann verliere ich alles, wofür ich gekämpft habe.
Gino is one of those colleagues. Gino De Quilico ist ein Kollege, mit dem ich sehr gerne arbeite. Er liebt es, alles Mögliche auszuprobieren, und wir verständigen uns über jede Einzelheit. Das kommt daher, dass wir schon so lange zusammenarbeiten und dass uns das großen Spaß macht. Er ist ein wunderbarer Schauspieler. Und ich weiß, dass er immer präsent ist, auf alles reagiert. Man wirft ihm einen Ball zu und er wirft ihn stets zurück. Ich bin immer aufgeregt vor einer Aufführung, aber nie nervös. Ich habe keinen Lampenfieber, le trac, wie die Franzosen sagen. Ich liebe meine Arbeit und weiß, dass, wenn ich noch so gut vorbereitet bin, verschiedene Dinge auf der Bühne auch schiefgehen können. Ich kann damit aber gut umgehen. Notgedrungen fällt irgendwann der Vorhang und die Vorführung geht mit all den kleinen Dingen, die nun mal passieren können, zu Ende. Es reizt mich, auf die Bühne zu gehen und es immer wieder von Neuem zu versuchen. So, I'm excited to go on stage. I'm excited to go and try it again. Es ist das erste Mal, dass ich in einer Oper von Donizetti singe. Bislang habe ich nur einige Lieder von ihm gesungen. Da er so schnell komponieren konnte, wird er von vielen immer noch nicht so ernst genommen, wie er es verdient. Dabei zeichnet er lebendige Figuren wie Norina nur durch die Musik. All of the indications of who she is in her music. And as a matter of fact, for me, in any role that I start, wie gesagt, ihre ganze Figur ist in der Musik angelegt. Wie sie singt, welche Art von Musik, ist es legato, langsam, schnell, staccato, das alles gibt mir Auskunft über die Persönlichkeit, über den Herzschlag einer Rolle. Changes in personality and the kind of the heartbeat of the role. Die Aufführung ist etwas Wunderbares, weil man dann den direkten Kontakt zum Publikum hat. Das ist etwas ganz Besonderes und dafür sind wir eigentlich hier. Sie lässt uns zum unmittelbaren Vermittler der Musik werden, lässt uns auf die eine oder andere Art und Weise das Publikum erreichen. To touch the audience in one way or another. Thank you.
Torto.
tremo di scoppia. Pasquale, non 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 Pasquale, non
concerta, irà concerta, con questo cartel. Divorcio!